Gute, da sind wir wieder. Heute habe ich keine Karte geschrieben. Ich war ein bisschen im Stress gewesen. Aber ich muss erst mal zu meiner Person was sagen. Also meinem Rücken, vielmehr meinem Kreuz geht es schon besser. Es ist noch nicht ganz richtig. Aber dass ihr mir so viel gute Besserung gewünscht habt, ich habe das gar nicht in Bezug gemacht mit Bad Kreuznach. Das war, weil ich auf der Hochzeit von meinem Enkel war. Und wie ihr auf alle einmal geschrieben habt, schwer in Kur und gute Besserung, ist mir das erste Mal aufgefallen, Kreuz und Bad Kreuznach. Ich habe mich fortgeschmissen. Aber wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass so viele mir gute Besserung gewünscht haben. Und ich glaube, es hat was geholfen. Ich kann wieder schlafen und alles gut. Dann habe ich mich gestern beeilt, dass ich zurückkam, dass ich das Fußballspiel gucken konnte. Hätte ich es nicht geguckt, wäre mein Puls nicht so hoch gegangen. Also es war nichts. Das können wir nicht schönreden. Aber dass ihr jetzt schon wieder alles verrobt, das finde ich auch ein bisschen von Tüti. So kennt ihr mich ja. Ich habe auch letztes Jahr gesagt, als wir ausgeschieden sind im Pokal, lieber auf zwei Hochzeiten gut tanzen, als auf drei alle drei schlecht machen. Und es hat ja auch hingehauen gehabt, letztes Jahr gut. Es hätte noch ein bisschen besser ausgehen können, wenn der ganze Zirkus mit dem Hütte da und Gladbach nicht gewesen wäre. Gehe ich davon aus, hätten wir sogar die Champions League erreicht. Aber so sind wir mal zufrieden. Und jetzt lassen wir den Glasner erst einmal in Ruhe arbeiten. Und wenn wir so fünf, sechs Spiele hinter uns haben, dann können wir anfangen, richtig Kritik zu üben oder zu loben. Und nichts anderes geht. Wenn ihr jetzt schon alle die Flint ins Korn werft, ja, und sagt, das ist doch alles scheiße und so, bin ich ganz anderer Meinung. Wie sage ich mir so schön, abwarte und Tee trinke. So, jetzt freuen wir, die Jan und ich, wir freuen uns in Lochbauch. Freitag fahren wir ja nach Dortmund. Wir nehmen ein bisschen Äpple mit. Ja, wer bei uns vorbeikommt, kriegt auch mal ein kostenloses Schöpfchen. Ja, das werden wir noch bekannt geben. Wir müssen am Freitag erst mal gucken, wo wir uns hinstellen. Und dann werden wir das kundtun. Und wie gesagt, wer Bock hat, kommt mal bei uns vorbei, trinkt ein kleines Äpple und dann drücken wir uns alle die Däumchen. Und die Woche drauf, was haben wir dann? Da darf ich hier nicht auf dem Tisch hocken. Ja. Da geht die Party ab mit dem Blockfeuer, 21.08. Da sitzen wir alle hier draußen und gucken dann das nächste Heimspiel. Weil wir hängen ja hier im Fernseher auf. Unsere neue Fassade seht ihr auch hinter uns. Ich weiß nicht, irgendwo kriege ich schon wieder so eine Stimme. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ein bisschen viel gefeiert und gesungen haben am Wochenende. Ja? Aber sonst alles okay, alles prima. Also, jetzt am Freitag fahren wir nach Dortmund, drehen wir da oben. Und dann, wenn die Blockfeuer kommen, machen wir auch wieder ein Live-Dreh hier, Live-Schaltung. Und da freuen wir uns drauf. So, ich hoffe, dass mein Kreuz bis dahin richtig gut ist. Und macht's gut, Kines. Bis der nächste Samstag. Da gehen wir dann abends, wenn wir das schon drei setzen. Bis demnächst und ciao.